Hey Leute, willkommen zur weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute gibt es mal die Lösung von der Aufgabe, benutze ein Rift in verschiedenen Locations. Und zwar müssen wir hier 10 Rifts, wie schon gesagt, in verschiedenen Locations benutzen. Wir hatten ja schon mal so eine ähnliche Aufgabe, wo man aber, glaube ich, 3 bis 5 Rifts benutzen musste, einfach nur benutzen musste. Also man konnte auch bei allen Locations bis zu 5 Rifts benutzen, wenn man diese dort gefunden hat, Leute. Aber heute müssen wir es ein bisschen anders machen. Und zwar müssen wir bei 10 verschiedenen Locations ein Rift benutzen, was relativ schwer ist, weil wir ja wissen, dass ja nicht immer bei einer Location ein Rift spawnt, Leute. Ich wollte aber heute mit diesem Video euch ein bisschen weiterhelfen, wie ihr diese Mission oder diese Challenge, könnte man sagen, schneller schafft, Leute. Und zwar habe ich hier ein Foto oder ein Bild, könnte man sagen, was ich auch schon mal in meinem damaligen Video verwendet habe. Und zwar sehen wir hier alle Rift Spawn Location in diesen roten Kreisen. Ich werde euch ein bisschen jetzt ein paar Tipps zeigen, wie ihr diese Mission und eben ein bisschen schneller schafft. Und zwar empfehle ich euch auf jeden Fall diesen südlichen Bereich der Map. Und zwar haben wir ja eben diese Wüste, wo bis zu 7 Rift Spawn Locations sind, die ihr eben benutzen könnt. Wie schon gesagt, es spawnt nicht immer bei jeder Location Portale. Aber wir sehen, wie schon gesagt, in 7 ganze Rift Spawn Locations in der Wüste, was eigentlich extrem krass ist, eben bei Paradise und bei Jerusalem. Aber auch bei Lucky Landing sind noch 2 Stück vorhanden. Trotz alledem könnte ich euch noch den Westen empfehlen, also den Westen von Tille Towers. Da haben wir nochmal beim Wikingerdorf ein, nördlich von der Schwimmhalle haben wir noch einen und dann nördlich von Greasy Grove haben wir noch eine Spawn Location. Wie schon gesagt, das ist die Map, wo alle Spawn Locations eingezeichnet sind. Ihr könnt gerne das Video pausieren und euch diese Locations merken oder einfach nebenbei noch Fortnite zocken und eben diese Locations aufsuchen und versuchen, diese Portale zu benutzen, Leute. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit diesem Bild und mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den heutigen Challenges. Es kommt dann gleich nochmal ein Video zu dieser Suche-Zwischenaufgabe. Also falls ihr diese Aufgabe nochmal lösen wollt oder falls ihr nicht wisst, wo dieser Stern ist, könnt ihr auch gerne nochmal bei meinem weiteren Video dann vorbeischauen. Würde mich aber sehr, sehr freuen. Lasst aber auf jeden Fall auch gerne nochmal ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, tschüss. Yo, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is